Hallo YouTube, hallo Twitch. Heute wollen wir mal uns ja, mit dem Thema beschäftigen. Shoutout SO für einen anderen Kanal. Und dazu würde ich ein kleines Video machen. Vielleicht werden es auch zwei. Mal gucken, abwarten, Tee trinken. Und mal gucken, wie das jetzt am besten geht. Dazu haben wir noch unser OBS in derselben, ja, Formation, wie wir es verlassen haben. Und gucken wir uns das Ganze mal an. Dazu gehen wir am besten auf die Webseite von Stream Elements und dort gehen wir, damit das Widget und der Bot überhaupt weiß, worum es geht, gehen wir in den Bereich Chatbot. Dort gehen wir in den Bereich Chatbefehle, dann wiederum auf individuelle Befehle und fügen einen neuen Befehl hinzu. Neuer Befehl ist relativ einfach. Ich lege das auch wieder unter den Stream später, Ausrufezeichen SO. Und dann habe ich im Prinzip bei mir dieses Kommando hinterlegt, beziehungsweise diese Zeile reingelegt. Schaut mal rein. Das Dollarzeichen User praktisch, also der User, der praktisch gerade den Read gemacht hat oder der dort reingeschrieben wird, schaut mal bei dem User vorbei. Es wurde zuletzt folgendes Game gespielt oder ist im folgenden Bereich ist man unterwegs gewesen. Und dann gibt es noch den Kanal mit einem kompletten Link. Ich habe bei mir hier die Stufe ab VIP eingestellt, aber das kann ja von der Sache her jeder für sich selber entscheiden. Es kann natürlich auch ab Moderator sein, ab Broadcaster etc. pp. Kann man im Prinzip einstellen, wie man es gerne haben möchte. Befehl aktivieren und dann schauen wir nochmal in die erweiterten Einstellungen kurz rein. Hier ist das von der Sache her so wie immer, da wir ja die Website benutzen oder die VIPs praktisch haben oder die Moderatoren praktisch haben, können wir das Ganze schon mal auf 0 runtersetzen, weil es kann ja durchaus auch mal sein, dass zwei, drei Reds irgendwie hintereinander reinkommen und man einen SO machen möchte für den jeweiligen Red. Oder dass es halt mal gerade so ist, dass man mehrere Kanäle halt empfehlen möchte. Deswegen würde ich dort eine 0 reinsetzen, Befehlskosten 0 und auf Sagen einstellen. Als nächsten Schritt müssen wir ein neues Overlay erstellen, beziehungsweise wir können auch das neue Overlay in ein anderes rein implementieren. Wir nehmen erstmal die erste Variante. Wir erstellen ein neues Overlay. Dazu gehen wir auf Gallery Overlay und in die Widgets rein und nehmen uns das Shoutout Widget. Gehen auf Erstellen, neues Overlay erstellen, fortsetzen. Ich sag mal so, ich mache einfach nur Shoutout, damit es mir nicht zu viel wird. Später dann meine Overlays erstellen. Genau. Und dann ist das Ganze hier in den normalen Overlays wiederzufinden. Ich gehe nochmal auf Eigenschaften und bearbeite das Ganze, damit dort nur noch Shoutout steht. Jetzt gehen wir rein und bearbeiten das Ganze, indem wir als erste Maßnahme den Text auslöschen. Einmal markieren auf der linken Seite und auf den Delete-Button drücken. Dann gehen wir uns die Einstellungen von diesem Shoutout-Widget mal genauer angucken. Einmal oben draufklicken, schon ist unten drunter, sind die Settings zu sehen. Hier wäre dann die generelle Konfiguration. Und hier kann man dann einstellen, wie lange soll das Ganze denn überhaupt zu sehen sein. Es ist eine Sekundenangabe. Ich würde die jetzt mal, ja, auf 10, 20 Sekunden runtersetzen. Wir lassen es einfach mal bei 10. So, jetzt haben wir die 10 Sekunden eingestellt. Jetzt können wir noch unterscheiden von der Sache her, wann das Ganze überhaupt getriggert werden soll. Wenn ein Moderator das Kommando setzt oder wenn der jeweilige User das erste Mal in den Kanal schreibt. Ich würde es so lassen, damit ein Moderator oder der Streamer halt das Kommando setzen kann. Wir hatten in dem Bereich vorhin das SO-Kommando aktiviert. Dementsprechend kann auch das dort erstmal so stehen bleiben. Der nächste Bereich wäre, wenn wenn derjenige, der geredet hat, nicht in der VIP-Liste drinsteht, könnte man folgende Optionen hier machen. Gar keine weitere Aktion, ein Default Video, ein Default Image oder eben das obere, so wie das hier halt drin steht. Das ist halt das Logo von dem jeweiligen Kanal.
Sound abspielen, ja, nein. Und das Volume halt dann dafür einstellen, beziehungsweise kann man auch ein Sound uploaden und das Ganze hier implementieren. Hier ist der Bereich, wo man die Default Video Settings und die Default Image Settings machen kann. Für den Bereich Show Default Video, Show Default Image. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Video, genau hier kann man ein Video hochladen. Man kann die Länge bestimmen und so weiter. Und dann kommt auch die Sache mit dem Image, also mit dem Bild, kann man im Prinzip auch hochladen. Der nächste Bereich wäre dann, was kann man dort reinschreiben? Das kann man natürlich dann alles abändern. Hier in dem Textbereich kann man oben und unten halt generell einige Sachen halt einschreiben. Hier würde ich jetzt erstmal schauen, wie schaut das Ganze denn bis jetzt aus. Ich würde hier dann noch ein paar Sachen abändern. Dazu kommen wir gleich. Wir gehen in wir speichern das Ganze von der Sache erstmal ab. Nehmen uns den Link und gehen dort mal in OBS rein und sagen, in der Szene live machen wir mal eine neue Browserquelle. Und ich sag mal so, ich sag einfach mal erstmal Test. Die kann man sich später auch noch umbenennen. Macht dort den Link rein und die Größe 1920 zu 1080, aber das kennt ihr ja schon. Audio über OBS steuern könnte man machen, dann hätte man noch eine zusätzliche Möglichkeit, den Audio oder die Audiogeschichte in OBS selber abzuhandeln. Ich würde es auch machen. Browser bei 10 Aktivierung würde ich im Prinzip aktualisieren lassen. Wir lassen den Cache einmal aktualisieren und sagen okay. Schon ist das Ganze erstellt. Um zu testen, ob überhaupt was passiert, geben wir mal das Kommando ein, SO, also Ausrufezeichen SO und dann der Channelname SO Freizeichen Akinos 01 und sagen Enter. Ja, und siehe da, es ist tatsächlich was passiert. Das Logo wird angezeigt und hier oben und unten noch der jeweilige Text. Wir gehen wieder in unser Overlay und werden dort mal ein, zwei kleine Änderungen machen. Ich habe jetzt mal reingeschrieben, Username, danke für deinen Rät. Da müsste dann theoretisch der User erscheinen, für den der SO gemacht worden ist. Und hier unten drunter habe ich reingeschrieben, hallo und willkommen bei den Akinesen. Jetzt könnte man theoretisch hier noch die Farbe abändern, aber ich glaube, das ist alles selbsterklärend. Ich lasse es jetzt mal so, wie das Ganze war. Die Animation, wie das Ganze halt passieren soll, da gibt es auch mehr als nur eine Möglichkeit, rotieren, Textgröße ändern, etc. pp. So, damit soll es das erstmal für diesen Bereich sein, da kann man sich auf jeden Fall noch definitiv austoben. Bei dem ersten Test haben wir gesehen, dass das Ganze nicht in der Mitte sitzt. Ich würde mal gucken, ob wir unter Position die ganze Sache mal zentrieren können. Einmal Center Widget, schon liegt es in der Mitte. Und wir gehen nochmal bei Settings rein. Wir hatten vorhin das Thema gehabt, VIP. Hier erstmal die ganzen Sachen wieder einklicken. Hier kann man dann noch spezielle Geschichten für Leute, die ihr öfter, wo ihr öfter einen Rät erwartet oder wo ihr öfter einen Shoutout machen wollt, die kann man dann hier im Prinzip auch direkt noch reinmachen, so dass im Prinzip jeder, für den ihr der Meinung seid, ihr wollt speziell einen Rät oder eine Bedankgeschichte machen, dann könnt ihr hier den Username eintragen, den Text, so wie auch bei dem anderen eintragen, ein spezielles Video zum Beispiel setzen, die Lautstärke und so weiter, die Größe, alles separat anpassen und dafür gibt es halt einige, wo man das Ganze halt machen kann. Die sind alle schon soweit vorbereitet, müssen dann von euch halt nur mit den jeweiligen Daten befüllt werden. Jetzt würde ich das Ganze erst einmal abspeichern und gucken, wie das Ganze ausschaut.
Abgespeichert ist es. Wir gehen mal in OBS und sagen, okay, wir machen einfach mal einen Shoutout, Steuerung C, Steuerung V und wir gucken, was bei rauskommt. So, ich habe jetzt bei dem Username mal ein Minus dazwischen gemacht, weil das Komma etwas nach unten gerutscht war. Das Ganze erstmal auf den schnellen Dienstweg zu erledigen. Genau, jetzt ist das auch nicht mehr so verschoben. Wir kommen genauer. Alles klar. Jetzt ist es so ziemlich auch mittig. Ich habe das Ganze auch nebenbei noch mal ein bisschen größer gezogen gehabt. Wir können aber trotzdem sicherheitshalber noch mal gucken, ob das Ganze jetzt mittig ausgerichtet ist. Position und Sitze, Center, Widget. Ja, minimal hat sich das noch verschoben. Einmal abspeichern und schon ist unsere erste Geschichte für einen guten, schönen Shoutout eigentlich erledigt. Ich mach's mal nochmal. Ja, passt soweit, sieht nicht schlecht aus. Im Chat selber wird natürlich auch alles noch angezeigt, so wie wir das zum Anfang praktisch eingerichtet haben. Ich werde noch einen zweiten Teil machen für ein Shoutout-Programmchen bzw. für eine Webseite. Ich finde dieses aber zum Anfang erstmal sehr gelungen. Wir haben im Chat die Möglichkeit, dass wir dort vernünftig die Webseite von dem jeweiligen User verlinken können. Und wir haben auch in dem Bereich Video zumindest erstmal die ersten grundlegenden Sachen mit drin. Jetzt werden wir schnell noch das Ganze umbenennen. Ich würde nämlich gern eventuell ein zweites Video noch machen. Dann machen wir das Ganze mal SO minus Stream Elements. Und ein zweites Video wird es wahrscheinlich geben, wo das Ganze noch etwas anders abgehandelt wird. Ich würde mich auf jeden Fall für einen Daumen nach oben freuen. Und ja, für ein Follower bzw. für ein Abo würde ich mich ganz doll schon mal im Voraus bedanken. Ich wünsche noch einen schönen guten Tag und wir hören uns, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.